Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016 und meiner Solo-Karriere im Sauber F1 Team. So, heute steht der große Preis von Brasilien an. Training und Qualifying habe ich immer schon absolviert. Training war leider im Regen und wie ihr sie hinten sehen könnt an den Scheiben, es regnet am Anfang des Rennens leider auch. Das Qualifying lief nicht ganz so gut. Im Trocknen waren wir auf Platz 1 im Q1. Im Regen allerdings leider auf Platz 8 in Q2 und in Q3 habe ich nicht versucht, die Zeit zu verbessern. Also sind wir auf Platz 10. Ja. Man erwartet von uns den Platz 13, dass wir unseren Rivalen besiegen, Lewis Hamilton, und mal wieder unseren Teamkollegen. Die Rivalität mit Lewis Hamilton ist derzeit ausgeglichen. Heißt, wir haben gleiche Punktzahl. Und ich würde sagen, wir springen dann mal ins Rennen. Viel Spaß! Ist auch ein Weg. Im Laufe der Jahre wurde dieses Sprichwort hier in Interlagos ziemlich häufig demonstriert. Erinnern Sie sich an Senna, der mit einem fehlerhaften Getriebe um den Sieg kämpfte. Oder an die Jahre von 2005 bis 2009, wo hier fünfmal die Weltmeisterschaft entschieden wurde. Jedes Jahr sind die Tribünen mit brasilianischen Fans gefüllt und auch dieses Jahr wird sich das bestimmt nicht ändern. Ein ungewöhnliches Rennen gegen den Uhrzeigersinn hier in Interlagos, wo die Fans auf den Tribünen bei insgesamt 15 Kurven auf dieser 4,3 Kilometer langen Strecke überragende Sicht haben. Das Senna S, die Reta Oposta, das berühmte Infield und die Zielgerade, wo man 17 Sekunden auf dem Gas bleibt, sind die Herzstücke dieser traumhaften Strecke. An diesem verregneten Tag begleitet mich jemand, der sich mit miserablen Bedingungen nur allzu gut auskennt. Stefan, was meinst du denn? Ist Regenwetter in anderen Rennarten nicht ganz so dramatisch wie in der Formel 1? Meiner Meinung nach gibt es da keinen großen Unterschied. Abgesehen von den beängstigenden Überholgeschwindigkeiten, die man bei Sportwagen in verschiedenen Kategorien auf der gleichen Strecke vorfindet, ist das Rennen im Regen immer gleich. Der größte Unterschied zur Formel 1 ist natürlich das offene Cockpit. Einerseits werden die Fahrer kalt und nass sein, doch es ist leichter, sich Tropfen vom Visier zu wischen, als den Schmutz von einer Windschutzscheibe. Also, ich glaube, dass es nicht zu viel ausmacht. Gemäßigter Streckenabschnitt bis zur ersten Kurve. Fahr so sauber wie möglich. Wir müssen nicht gleich am Start unnötig Plätze verlieren. Machen wir uns die Fehler der anderen zunutze. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Rosberg, Vettel, Fernando Alonso und Sainz Jr. Ricardo, Button, Perez und ein Sauber. Wehrlein, Quert, Nico Hülkenberg und Gutierrez. Hayanto, Eriksson, Max Verstappen und Romain Grosjean, Massa und Magnussen, Jolyon Palmer und Valtteri Bottas startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Und da sind wir auch schon im nassen Cockpit. So, schauen wir uns die Rennstrategie an. Das kann natürlich wie erwartet nicht viel sein, dass wir da einsteigen können. Ich nehme eigentlich Glück, dass es nur 5 Minuten regnen soll, wenn ich richtig geguckt habe, zumindest im ersten Abschnitt, wie ihr oben in der Session-Vorhersage auch seht. Und dann werden wir wohl irgendwann auf Slicks wechseln können, von daher ist das, was wir hier einstellen, erstmal auch nicht so wichtig, aber wir nehmen trotzdem 2 Boxenstops. Und wir nehmen 37,6 Runden Sprit mit. Für 6,6 Sekunden. Ja, das machen wir so. So, das war's auch. Ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück.
sehr guten Start, Wehrlein. Wir kamen nicht ganz so gut weg. Will hier aber auch nichts riskieren. Boah, was machst du denn da? Da kann ich nichts für, mich für die Verwarnung. Ja, das war klar. Das war klar. Nichts anderes erwartet. Drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Ja, das geht ja schon mal gut los. Wir haben auch einen Flügelschaden. Das heißt, wir sollten an die Box fahren. Das war ein großer Flügelschaden, aber im Safety Car Modus macht sich das eigentlich immer ganz gut. So. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Oh, da geht es auch schon wieder los. Okay, dann sparen wir uns das mit der Reparatur. Mal gucken. Das Ganze war schon ein bisschen. Muss ich meine Geschwindigkeit ein bisschen anpassen. Mit dem Regen echt noch doll. Die Karre bricht richtig aus hier. Ich glaube, noch geht es. Oh, da kommen wir zu weit raus. Viel zu weit. Wetterbericht. Das Wetter wird gleich besser. Der Regen lässt in 5 Minuten nach. Okay, hat es richtig gesehen. 5 Minuten lang nur. Okay, da kann ich mit leben, da müssen wir sowieso rein. Dann können wir dann die Flügel auch gleich reparieren. Das ist dann auch nicht so schlimm. So, dann kann man auch ruhig jetzt machen. In 36 Runden. Da ist noch viel Zeit, um das aufzuholen. Angreifen, ja, da greifen wir mal an. Zack, sind vorbei. Jetzt sind wir wieder auf unserem Startplatz. Zinken. Oh, da habe ich verbremst und verliere auch gleich die Position wahrscheinlich. Nein, doch nicht. Kommen wir besser raus. Oh, die Highspeed-Kurve ist auch sehr tricky. Zumindest bei Regen. So. Gucken wir mal, ob wir hier dran bleiben können. Versuch's. Aber noch sehen sie gut aus. Gucken, ob wir jetzt wieder einen Platz gut machen können hier. Ja, das sieht gut aus. Das schaffen wir wieder. Spitzenkurve zu überholen. Also. Oh, da bricht er ganz schön aus wieder. Bremsen wir wieder zu spät. Bremsen. Wir sind nämlich echt langsam in der Kurve. Oh, hier. Da war ich langsam.
jetzt lieber, weil genau jetzt auch das passiert, was ich erwartet habe. Oh, scheiße. Ja, ist sehr schlecht im Zustand. Wir brauchen dich in dieser Runde hier an der Box. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ja, das läuft ja jetzt nicht so gut. Ja, danke. Änderung bestätigt. Okay, geht in Ordnung. Nicht gut. Slicks umziehen geht leider noch nicht, von daher komme ich richtig weit raus. Ja, Jeff, ich komme da schon. Bin schon da. So, damit sind wir erstmal auf dem letzten Platz. Fertig, los jetzt. Oh naja, was soll's. Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops, zwei weitere Boxenstops in dieser Strategie. Ja, zählt das nicht als Boxenstop? Weil wir hatten ja nur zwei Boxen dort ausgewählt. Boah. Nö, würde ich im Moment nicht aufdrehen. Schön ein bisschen Benzin sparen, dass wir lange auf Fett fahren können, wenn wir angreifen. Jetzt bringt das eh noch nichts mit Regen. Ja, aktuell noch. Da schlägt er auch aus. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 15,7 Sekunden. Das ist ja gar nicht mal so viel beim 10 Sekunden Boxenstopp. Also 10 Sekunden gestanden, bis Reinfahrt und Rausfahrt. Das geht ja noch. Na, gucken wir mal, was passiert. Ein paar Informationen zu Bud. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,0 Sekunden. Deutlich die Strecke trocknet ab. Jetzt hier in der Bestzeit, in der Sektorbestzeit. Okay, wir gehen davon aus, dass Magnussen in den nächsten 5 Runden an die Box kommen wird. Ja, schon wieder verbremst.
Änderung bestätigt. Ist angekommen, bestätige. Gut, ich glaube, der ist mal gut mit den Sprachbefehlen. Ja, da fahren sie auch alle an die Box. Oh. Ich hoffe, das war eine gute Idee mit den Slicks. Aber die, ich merke es jetzt richtig hier, gar nicht richtig greifen oder kaum Grip. So, ich bleibe natürlich letzter, ist klar. So Jungs, schnell in Box ist doch bitte. Sehr schön. Ja, vor 4 Sekunden. Das geht aber nächstes Mal schneller, Jungs, bitte. Da gibt es schon die ersten Unfälle. Erste gelbe Flagge. Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Oh, ist ja schon wieder grün. Alles gut. Da haben wir auch die erste schon vor uns. Sehr gut. So, muss ich wieder umstellen. Sonst wäre es zu schwer. Da hat auch jemand Schaden. Das gibt wahrscheinlich Safety Car. Das wäre eigentlich gut für uns. Diesmal. Wo ich lieber einfach weiterfahren würde. Bisschen Racing statt Safety Car. Zieht sich der Sauber wieder schön ran. Boah, Mann! Oh, Wehrleine. Nee, komm. Also, wo bremst ihr denn bitte schon? Was macht ihr denn da? Nö, da nehme ich diesmal ein Flashback, das ist mir irgendwie zu Respekt. Bremst du früh. Und hier geht er total in die Eisen. Das war nämlich das Problem. Am Ende geht er total auf die Bremse. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Wer dann? Das war jetzt meine Schuld. Da war ich ein bisschen zu aggressiv. Da war ich zu aggressiv. Zum Glück nichts passiert. Wer da bei mir? Ah, wir haben nur noch 27 Runden. Statusreport. Du bist auf P20. P20. Wehrlein liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 21,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,5 Sekunden. Jo, jetzt gilt es aufzuholen. Aber da mache ich mir noch keine Sorgen, nur noch 26 Runden zu fahren.
ganzes Rennen hier noch quasi. Schöne Sektorbestzeit, 8 Sekunden schneller als unsere letzte Sektorbestzeit allerdings. Und nicht die des Führer. Ja, schön, schnellste Runde. Ich verbrenne mich ja. Jedes Mal das gleiche. Sektorbestzeit, sehr schön, jetzt geht's aufwärts. Wieder 600 schneller. Ich glaube, das sind 6 Zehntel. Da wechselt das auch noch. Ich glaube, 690. Nächste schnelle Runde. Ah, endlich. Auch diese Kurve mal richtig angebremst. Da hole ich richtig auf. Das gefällt mir. Status Konkurrent. Louis auf P3. Der Unterschied beträgt 40,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,15,6. Zeit der letzten Runde. Die letzte Runde lag bei 1 Minute 14,4. Okay. Ja, wollen Louis nochmal rankommen? Das bezweifle ich im Moment. Aber alles ist möglich. Gucken wir mal. Sind wir auf jeden Fall erstmal wieder an Wehrlein dran. Die 8 Sekunden aufgeholt, die wir da verloren haben mit dem Crash. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Es wird ein bisschen Sand vorangehen in den Zweikampf. Dass wir schon wieder Flügelschaden kassieren. Oder Zeit. Aber wir sehen auch, dass wir momentan sehr konkurrenzfähig sind. Wir haben immer noch die schnellste Runde in TUS. Also von daher könnte ich ja noch ein bisschen was gehen. So, jetzt kriegen wir gleich DRS. Sehr schön. Den werden wir jetzt haben in Wehrlein. Tschüss. Wieder schnellste Runde. Sehr gut. Jetzt komme ich so langsam rein hier. Die Runden. Die Strecke wird natürlich immer schneller und trockener. Ist auch klar. Also nicht zu viel drauf einbilden, natürlich. Aber es fühlt sich im Moment auch gut an. Das geben die Rundenzeiten auch wieder. Thank you.
Geschichte. Magnussen. Schon mal 4 Plätze gut gemacht. Oh, das war zu früh eingeladen. Mal wieder Sektor Bestzeit. Oh, wir fahren in die Box. Ist klar. Scheinbar doch. Wird er nicht an die Box fahren wollen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit harten Reifen weiterfahren. Ja, das werde ich glaube ich noch ein bisschen ausdehnen, weil die Reifen sind noch perfekt eigentlich. Man sieht schon wieder Sektorbestzeit. Direkt vor mir, ne? Ist klar. Ein bisschen früh eingelenkt. Boah, krass, ich fahre hier eine Sektorbestzeit nach der anderen. Wahnsinn. Die Strecke muss bald ganz trocken sein. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,1 Sekunden. Noch sind die Zeiten aber auch langsam, nur 1,14, im Training hatte ich nur 1,12. Und im Qualifying auch. Daher ist hier noch ein bisschen was möglich. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,8 Sekunden. 11,8 Sekunden, auch viel. Aber wenn ich den habe, dann habe ich ganz viele vor mir. Also kann da einige überholen, hoffentlich. Und wir sind auch nicht mal bei der Hälfte da des Rennens. Also noch alles drin. Sagt. Sieht auch okay aus. Fahren wir weiter auf Fett. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ist klar. Also Bescheid. Und noch sind die Reifen okay. Allerdings nicht mehr lange. Wie ist denn das geplant eigentlich, das Fenster? 17. bis 20. Runde, okay, wir haben noch Zeit. Sehr gut. Schon 1,13er Zeiten. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,7 Sekunden. Und wir holen hier mit großen Schritten auf. Sehr schön. Eben 13, jetzt 8.
lassen die Reifen mal langsam nach. Jetzt fahre ich in die Box. So, ab in die Box. Und leider erstmal wieder letzter. Fahr raus, fahr jetzt raus. Und das war ein schöner Boxenstopp. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Oh, gucken wir mal. Ja, bin schon wieder in der Wehrlein. Gucken, 13. Platz müssen wir mindestens schaffen. Gucken wir mal. Oh, da komme ich ein bisschen zu weit raus. Vor uns sind jetzt ganz viele, aber vor dem waren wir natürlich eben schon. Ja, wir holen echt gut auf. Gedacht. Erstmal DRS. Und jetzt saugt er sich wieder ran. Schön. Das war doch ein schönes Überholmanöver. Gefällt mir.
wieder an unserem Platz dran. Sehr cool. Die KI scheint auf der Strecke ja echt nicht gut zu sein. Oder ich bin einfach zu gut. Wird natürlich letzter sein, ist klar. So, Bottas haben wir auch gleich. Vielleicht schon Windschatten. Cooles Ding. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurück, falls das werden wir bestraft. Oh, Bottas! Bitte nicht. Wieso war das jetzt regelwidrig? Weil ich da über die Sperrfläche gekommen bin? Oder? Ja, wahrscheinlich. Naja, gehen wir die Position wieder zurück. Kriegen wir schon gleich noch wieder. Zum Dank hat er uns noch schön gerammt. Ach, Rundenflügelschaden, wie ich gerade sehe. Danke, Bottas. Och, Bottas, was soll denn das? Mach lieber Platz, hast eh keine Chance. Trotz Flügelschaden. So, wir müssen mal drauf achten. Die Stelle gleich war, wir kommen schon wieder. Na, hier war es, wo die Sperrfläche war. Gut, jetzt haben wir ihn aber endlich, können uns an Gutierrez ranmachen. Max ist out. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelles Safety Car auf der Strecke. Ja, das ist gut für uns. Natürlich, wobei das virtuelle Safety Car nicht so viel bringt wie das echte. Aber immerhin ein bisschen. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Ein bisschen Zeit verloren leider. Also das Haus hier hat nichts gebracht. Bringt es aber glaube ich auch nicht. Weil man das Delta halt massiv einhalten muss. Oh nein. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Na, das kommen wir schon wieder. Was haben wir denn diesmal, Jungs? Änderung bestätigt. Bestätige. Okay, eine Runde früher auf Soft. Ja, warum nicht? Machen wir. Wir werden allerdings den Flügelschaden nicht reparieren. Habe ich gerade entschieden. Weil er eigentlich noch ganz gut fährt. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 6,6 Sekunden. Gerade gesehen, dass hier das Benzingemisch runterstellen müssen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,9 Sekunden.
Eine Sekunde soll das sein. Um bald zu sehen. Ja, ja. Oh, Vettel hat die schnellste Runde gefahren. Ja, Hülkenberg ist wieder vor uns. Gleich müssen wir DRS haben, können wir gleich kriegen. Dann kriegen wir ihn ja nicht, weil er auch DRS hat, logischerweise. Kämpft euch da mal. Oh, oh, so knapp. Kann man mal wieder versetzt ein bisschen. Die schwanken wieder zu sehr, die Jungs. Auf die Flügel. Noch kann man damit fahren. So, hier werde ich jetzt den Platz gut machen. Hoffe ich mal. Kopfflügel hier. So, klappt mal wieder. Mit Ansage sogar. Yeah! Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,1 Sekunden. Ja, ein bisschen fett für die gerade. Hinter man ihn nicht überholt. Reicht auch nicht. Die DRS-Zone lassen wir mal auf Fett. Schön Flügel hoch und los geht's. Come on! Da muss ich dir widersprechen. Wenn ich gleich rankomme, dann in meiner Lieblingskurve werde ich ihn überholen. So, da bin ich auch dran. Perfekt. Das könnte klappen. Wird auch klappen, klappt nicht. Schade. Ja, fast die Flügelschaden eingehandelt. Glück gehabt. So. Dann immer noch fett. Sehr gut. Und dann lässt sich locker. Sehr gut, hier was. Boah, scheiße. Kommen wir hier komplett raus. Boah. Kriegen wir DRS hier? Reicht das? Reicht nicht. Scheiße. So, ich werde jetzt aber reinfahren. Auf jeden Fall, auch wenn die Reifen noch gut sind. Der Motor wird etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Naja, mein Lieblingskurve wieder. Ich sehe ja, die Reifen haben ja kaum Abnutzung gehabt. Das Sinn macht. Die Frage, ob ich mit den Reifen durchfahren kann. Wieder eine Überlegungssache, mal drauf achten, wie die Auslastung ist oder Abnutzung von mir. Die Zeiten scheinen gerade nicht so schnell zu sein.
Gutierrez klebt mir echt am Arsch. Aber das Team hat 13. Platz vorhergesagt. Als Ziel. Da sind wir jetzt. Da haben wir gar nicht mehr so riesen Chancen, uns vorzukämpfen. Aber eigentlich müssen wir sie haben. Na, schauen wir mal. Was hier noch passiert. Ja, ja, hab ich einen Blick. Alles gut. Ich kann sowieso nicht in die Box. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Dann sind wir auf Platz 11 aktuell. Sieht natürlich auch gut aus. So, wir haben die Reifen sich abgenutzt. 3% nur. Ja, mit dem bleibe ich draußen. Hab's schon fast geahnt. Es war wieder eine falsche Entscheidung. Jeff. Mann. Muss man hier auch vorsichtig sein. So, jetzt sind wir nämlich in den Punkten. Und haben Wasser vor uns, den wir auch überholen könnten. Gut aus. Es sind auch nur noch 5 Runden. Also die Reifen halten auf jeden Fall durch. Bin ich fest von überzeugt. Die Zeiten sind auch noch gut. Hier könnte noch was gehen. Die Distanz zum Führenden beträgt 32,5 Sekunden. Dann drehen sie nochmal extra auf die Bremse. Die wollen mich doch irgendwie durch den Flügel kaputt machen, wenn ihr erzählen, was ihr wollt. Da komm, sauber. Das schaffst du nicht, schade. Aber gleich, in meiner Lieblingskurve habe ich ihn. Hier schon bis. Wieder nicht. Da haben wir uns eben. Wasser werden wir jetzt haben. Jo. Perfekt. Damit haben wir Platz 8. Yeah. Vor uns ist Alonso. Interessant. 4 Sekunden Abstand. Cool. Das sieht doch alles gut aus. Nur noch 4 Runden. Ja, super Entscheidung gewesen, nicht in die Box zu fahren. Könnte noch was gehen am Ende des Rennens, so bis zum Ende. Sektor Bestzeit, cool. Also die Reifen sind noch okay. Jetzt fängt es auch an, endlich ein bisschen spannend zu werden. Die Auslastung schon zu sehen natürlich, aber gelb sind sie noch nicht ganz. Noch ein leichter Grün-Touch, außer vorne rechts. Da wo der Flügelschaden ist, da ist die Auslastung natürlich ein bisschen höher, wie ich jetzt hier merke. Hat 2 Sekunden gut gemacht. Da könnten wir am Ende der nächsten Runde dran sein. Zu wenig. Hier bin ich immer auf Fett. Gut. Machen wir mal auf Standard. Da sind wir schon fast dran an Alonso. Sehr cool.
Oh, Vettel ist Erster. Okay. Status Konkurrent. Louis auf P3. Der Abstand beträgt 21,5 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,9. Zeit letzte Runde. Die Fahrer des Rennens sind Alonso und Zeit letzte Runde. Die letzte Runde lag bei 1 Minute 14,9. Okay, eine Sekunde langsamer. Oh krass, nicht gut. Ja, okay, die Reifen bauen natürlich jetzt ab am Ende. Ist auch klar, aber der Boxenstopp, der hätte uns richtig nach hinten katapultiert. Da war nichts mit dem 13. Platz geworden. Definitiv nicht. Gucken, ob wir noch Alonso kriegen. Also, wir haben ja schon lange unseren Soll erfüllt. Aber man merkt jetzt auch, die Reifen sind nicht mehr gut. Aber geht auch auf die letzte Runde zu. Alles okay. Alonso kann man noch dranbleiben. Okay. So, gleich geht es in das Final Lap. Letzte Runde. Letzte Chance zum Gewinnen. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,4 Sekunden. Da muss ich schon deutlich vom Gas gehen. Das wird nicht mehr mit Alonso. Also er macht da einen Fehler. Aber die Reifen halten durch. So gut. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Oh, nicht. Alonso wird auch langsam, dass wir nochmal angreifen können, aber durch den Fehler jetzt das wohl gewesen sein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Ja. Okay, gut, aber alles okay. Verbessert. Gut verbessert. Zack, da sind wir drin. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren. Wirklich ausgezeichnet. Danke, danke. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Selten waren sie so verdient. Manchmal mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Jetzt kann ihn niemand mehr einholen. Wir haben einen neuen Formel 1-Weltmeister. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Gleichzeitig bedeutet das, dass der Führende nicht mehr eingeholt werden kann. Wir haben also einen neuen Weltmeister. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Das kann diesmal nur Felipe Massa sein, nicht wahr? Er hat so hart gekämpft und war zeitweise enorm schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen.
Der Sieg in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Team. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Jo, das lief dann doch noch ganz gut. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, also konnten wir wahnsinnig über Aufholjagd starten. Also sehr zufrieden, würde ich sagen. Ja, Kimi ist Weltmeister, Glückwunsch. Ferrari hat die Konstrukteurstitel erreicht. Und wir sind weiterhin auf einem sicheren dritten Platz in der Konstrukteurs-WM. Wer hätte das denn gedacht? So, sieht doch gut aus soweit, finde ich. Ja, wir haben Platz 5. Wir werden sogar Platz 5 behalten, egal was passiert. Wir können es auch nicht mehr verbessern, weil es nur ein Rennen gibt. Aber geile Nummer, Platz 5 in der ersten WM, also ersten Saison mit Sauber. Das hätte auch keiner erwartet. Gut, schauen wir uns mal die Punkte an, was wir da so bekommen. So, wir hatten endlich wieder 100% saubere Runden, sehr schön. 3104 Ressourcenpunkte haben wir jetzt insgesamt. Wir sparen ja für die nächste Saison und wir da schön angreifen können. So, die Rivalität sollte jetzt wohl für Lewis Hamilton ausgehen. Ja, leicht in Führung, aber hier ist noch alles drin. Hier nicht erwartet. So, wir sind weiterhin der erste Fahrer natürlich, kriegen noch den entsprechenden Bonus. Fahrerbonus, erster Fahrerbonus. Gut, ja, das war doch eine Wahnsinnsaufholjagd, würde ich sagen. Vom letzten Platz noch den Platz 8 geschafft. Glaube ich, wenn ich so richtig Kopf habe jetzt noch. Wieder vergessen, verdrängt. Ja, wie ihr seht, haben wir nur noch ein Rennen und das wird Abu Dhabi sein. Auch eine sehr coole Strecke. Springen wir mal schon mal rein ins nächste Wochenende, wie immer. So, da haben wir es auch schwarz auf weiß. Saison 2, Runde 21, Abu Dhabi. Jo. Ja, wir können weiterhin ja schöne Ressourcenpoints sammeln. Die können wir alle in der nächsten Saison schön auf einmal verbraten. Und damit werden wir schön nach oben steigen in der Teamwertung. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir, wie das mit der Schwierigkeitsstufe aussieht. Für die nochmal erhöhen, weil ich denke, dass wir die im Laufe der Saison auf jeden Fall nochmal anheben müssen. Ich bin auch mal gespannt, was wir für Upgrades noch machen können. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn wir alle gemacht haben. Soweit, so lange habe ich noch nicht gespielt. Wir haben nämlich nur noch 7 Updates, die wir in die Entwicklung geben können. Also mal sehr gespannt, was da noch so passiert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kleine Rennen und die schöne Aufholjagd. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und freue mich wie immer über ein Abo, Kommentar oder ein Like. Und wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Ciao.